Herzlich willkommen bei den Liberators. Wir spielen weiter The Crew Beta. Die Woche ist es nämlich möglich, obwohl der Release erst im November ist. Natürlich mit von und zu Tom the Raceman im Challenger. Okay, super Ankündigung. Ja, sage ich auch ja mal. Da kommst du nämlich gerade. Danny der Niturios Speechy. Ja, in einem der Herzog-Chore. Nicht? Jawohl. Also. Ah ja, auf jeden Fall, du hast fett verdunkelte Scheiben. Man sieht einmal nicht rein. Hast du das getuned oder war das schon? Na, das war schon so. Ich habe eben so einen. Ja, ich meine, wir haben ja alle den gleichen Protagonisten. Ne? Ja, du hast auch verdunkelte Scheiben, also man nicht reinsieht. Ja, na, wir werden ja alle dieser Vollbart-Hipster mit Brille. Ich habe mir so einen Flip-Flop-Lack genommen und Mutter habe ich gewechselt. Und vor allem, was ich cool finde, sind die vorderen Lichter bei dir, die auf LED gewechselt sind. Da. Geh mich aus. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir schmeißen uns einmal und erforschen die Welt. Ich meine, haben wir uns einmal einen Waypoint irgendwo hin? Was haben wir denn da Tolles? Dann fahren wir mal. Willst du mal auf New York runter cruisen, dann Miami und dann Richtung Los Angeles? Ja, fliegen wir nach New York. Fahren wir nach New York. Fliegen wir nach New York, gut. Wir sehen uns in drei Wochen. Fliegen über den Asphalt halt. Genau, so. Okay, na, setzen wir uns den Waypoint beim Car-Dealer von New York, oder? Absolut korrekt. Set Waypoint. Boom, das ist eh schon mal eine schöne Strecke. Also, ich rede wieder. Boom, ich habe gedacht, ich krieg vor der Polizei schon ein Ticket, weil es eine passante Zeitung liest. Der vorbeigegangen ist mit Zettel in Hand. Ich habe gedacht, super cool, sieht auf das Ticket, gell? Also bei mir wäre das Waypoint da. Ja, warte kurz, ohne Sekunde. Ich kann ja nicht Auto fahren, ohne zu rauchen. In meinem awesome Auto. Ja, das schmälert den Wiederverkaufswert, gell? Ich sag's dir nicht. Ja, das ist wieder gleich Leben. Ja, ich bin schon bei dir. Alleine, dass wir da gemeinsam fahren können, ist schon awesome genug. Ah, ich sehe übrigens deinen Waypoint auch. Meine ist ja der blaue und deine ist der gelbe. Meine ist gelb, ja. Genau. Aber deinen Waypoint sehe ich nicht. Ah, na, ich sehe deinen und meinen. Ja, vielleicht weil ich der Chief bin von der Crew. Wahrscheinlich. Du sagst dann, wo es lang geht, glaube ich, heißt das. Okay. Wer du. Du sagst wie beim Bundesheer abgerissen, wenn es den Anschluss verlässt, oder? Ja, ja, na, ist alles noch in Ordnung. Wir fahren halt amerikanisch typisch. Ja, natürlich. Über Rot oder was? Über Rot permanent, ja. Ich bin da nicht reingefahren, hast du gesehen? Ja. Professionell vor dir dazu gedriftet. Wie ist das schon? Das ist nicht Red for Red, sondern Red for Straight, oder? Ja, genau. Ich habe nur im Polizeifunk war jetzt irgendwas. Ja, na, zu Bundes nicht. 15 Jahre schon eigentlich. Ah, ich glaube, jetzt sehen wir auch die anderen Online-Kollegen, weil jetzt sind die Namen schon ein bisschen komischer. Es gibt schon einen Zipoet und Highway Walk und. Ja. Ich sag, man muss sich das. Ah, wenn man da stehen bleibt übrigens. Das sind so Real Estate Zeugs. Also Steel Forge Plant, das dürfte offensichtlich irgendein berühmtes Ding sein, was es in Detroit wirklich gibt, ne? Das ist glaube ich die älteste Fabrik, von denen das. Okay. Was ich schon in einem YouTube-Video gesehen habe. Mhm. Einer der ältesten Autofabriken sein. Ja, dann wenn man solche Waypoints entdeckt, wo wir halt schon wissen, wie es dort ausschaut, können wir dann auch bestätigen, dass das wirklich so ist. Weil Detroit kein Plan. Also ich close das einmal. Jawohl. So. Nicht einfach. Da ist man richtig heikel auf sein Auto irgendwie da. Ich meine, $20 Reparatur geht noch, aber trotzdem. Siehst du, ich habe gar nichts reparieren müssen. Fragen wir drauf. Ist ja noch immer kaputt. Ja, aber das Schadensmodell ist nicht so arg dabei. Also. Ah, okay, close overtaken, da gibt es Punkte anscheinend. Da kriegt man diese komischen. Genau, das klassische auf der Gegenfahrbahn fahren. Ah, ich habe ausgelöst so ein Slalom-Event. Ja, ich sehe es. Boah, gut. Schaff's nicht. Mach gleich einen Funkinger. Okay, das war das Slalom fahren. Das Handling von deinem Challenger, aha. Oh, man muss darüber, gut, das hätte ich jetzt nicht gekriegt.
Ja, wollen wir gleich eins auslassen. Ah! Ah! Nicht! Oh. Okay, ich lasse es lieber aus, da kommt einer jetzt schon vorbei. Ah, Bronze dafür einfach nur irgendwie fahren. Oh, und ich habe einen Auspuff bekommen und du ja, ich auch. Juhu, Auto-Equip passt. Klingt aber genug. Mit 200 einmal. Warte, da müssen wir darüber. Echt? Müssen wir ab? Die Abfahrt geht uns ja. Also Auffahrt eigentlich, glaube ich, oder? Also Abfahrt. Ich glaube, es ist eine Auffahrt, was wir fahren, aber. Also wenn meiner schaltet, rötzt der ordentlich. Ja, es war eine Auffahrt, weil ich glaube, wir können nicht in die Richtung wieder. Ah, grüß Sie. Rutzelhuhn. Also, was hast denn du? Wir müssen noch rausfinden, wo man da diese, dieses Bild einstellt. Weil du hast ja bei deinem Namen so ein kleines Profilbild. Ja, das müssen wir noch ändern und den Namen auch ein bisschen, weil mit T-Rechten bin ich nicht so aufzureden. Was habe ich denn für ein Bild? Weil du hast so ein weißes mit so komischen schwarzen Links. Ja, das hast du auch. Das ist das Profilbild, glaube ich, das Standard-Profilbild. Ist das gar nicht der Fast-Pull-Lane, wo ich fahre, da? Ganz links. Ja, ich mache einen auf Rettungsgasse. Ein bisschen Innenansicht, da. Auf super hart. Boah, meiner fährt mit einer Hand auf Chibi-Lässig. Bei 256 km/h. Respekt. Tja. Oh, die Cops. Sie da müssen wir schaffen, schütte ich vorbeigefahren, oder? Ich hab mich einbaut davor. Was? Ich hab mich eingebaut. Oh, okay, dann warte ich. Bist du narrisch? Ich hab den Jump leider verpasst. Dafür picken mir noch die Cops am Popsch, aber ich werd's gerade los. Ah, okay. Du hast das ausgerissen und mich haben sich gedacht, der hat den Schlappbus, da ist schön. Ja, da kommst du schon, okay. Ah, sorry, ja. Ja, macht doch nichts, passt schon. Auf jeden Fall. Also ich sehe da keine Cops. Ja, das ist auch schon weg. Achso, okay. Ah, mein Car ist ein Wreck, sagt man sich gerade. Ja, bei mir auch. Oh, bei mir, meiner hat jetzt das Licht angemacht. Ja, bei mir auch. Das ist also, dürfte automatisch gehen, ne? Ja, Tag-Nacht-Wechsel halt. Da haben wir die Reparaturfutze, glaube ich. Na, das ist doch wieder ein Challenge wahrscheinlich, oder? Ja, voll. Wir müssen da durchfahren. Ah, ja, na gut, ich fahr gleich. Aha. Ja, ich habe mich ein bisschen abgeschossen. Ah, ich use Nitro, okay. Hast du auch schon Nitro? Ja, ja. Nur. Mhm. Diese Tore werden dann einmal echt jetzt hinten. Ein bisschen kleiner, ja. Was super ist, wenn der Reisebus genau dort fährt. Ja, aber auch super, wenn's da am Drifter bist und Bronze. Irgendwie. Ah, ich hab was gekriegt, was jetzt mit Rang 10 ja, einfach. Ja, voll, ich auch. Ja, oder wie kriege ich denn das weg? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Ich bin gerade. Ich gebe mal kein Gas. Double Latos nicht. Ah, Send. Du musst eins runtergehen und Send. Ja, aber wie gehe ich eins runter, ist die Frage. Ja, bei mir ist halt mit Controller. Okay, gab's mit der Maus das dort mal. Also mit der Maus, ja. So noch anwesend irgendwie? 400 Meter hinter dir. Okay. Wer von Gas runtergehen, bis ich mit der Maus gekickt habe. Ich würde mir das glaube ich auch mit Controller machen. Das sind die echten Probleme da. Schon da. Mhm. Auf jeden Fall, auch wenn wir eigentlich kein Rennen fahren, macht das enorm Laune, was wir da gerade machen, finde ich. Bis zu wie viel kann man denn in der Crew fahren? Ich meine, ich glaube, jetzt, was ich gesehen habe, sind es 4 Slots. Ne? Genau so ist es. Aber es ist, glaube ich, 4 Leute, glaube ich. Eine Crew. Glaubst du überhaupt oder ist nur in der. Generell, ja. Okay. Es ist generell auf 4 Leute limitiert, weil auch die ganzen Races und die Challenges alles auf 4 ausgelegt ist. Hat dann ein bisschen ein Koop-Flair, ne? Du zu viert da in der V-Formation fahren, das wird eh schon
Ja, vor allem, es gibt ja mehrere Leute und dann, wenn lauter Vierer gespannt, so drei aufeinander treffen, hast du schon 12 Autos auf dem Platz. Dann auch wieder wahr, ja. Ist eh schon spannend. Das stimmt. Da ist die dezente Baustelle auf der Überholspur. Ja, die habe ich schon weg mit. Aber wie werden wir da noch brauchen? Wenn ich jetzt auf die Map schaue. Boah, fahr ich in dich rein. Aber du bist verschwunden im Moment. Okay. Ich warte auf dich dann. Ja, wir sind die Hälfte haben wir, circa ein bisschen mehr. Ich glaube, es hieß, in 35 Minuten braucht man von Miami nach Los Angeles, was ich mich erinnern kann. Okay. Du, pure netto Fahrzeit. Ja, das ist eh lang eigentlich, ne? Ja. So, ich bin einmal in Jersey City. Ja. Ich warte auf dich. Naja, 400 Meter. Wenn du jetzt komplett stillstehst, kannst du wieder Gas geben. Ich habe einmal den Vordescore oder was ist da, war ein bisschen lang geschoben. Ja, dann hat sie jetzt Sitz reinpresst ein bisschen. Ja, Rettungsgasse funktioniert herrlich. Ja, für uns ist die Rettung, ne, für die einfach eine Gasse. Das ist da eine scharfe Ausfahrt. Gürtelbrücken. Das ist eine ordentliche Spitzkehre. Ja, ich habe mal zwei Autos mitgenommen und die Abfahrt versäumt, warte ich. Aber sie geben da noch die Lichthupe, also sie weisen darauf, dass es nicht so optimal ist, wie ich fahre. Ah, da war eine Soptop- oder Flop-Tafel. Ja. Dezent ignoriert wurde, ne? Aber absolut. Ich hoffe, sie erholt sich bald, weil angeblich habe ich sie überfahren. So. So schnell ist man in New York, ne? Aha, du bist irgendwie gerade verschwunden. Ich glaube, der Netzwerkcode ist ein bisschen. Ich sehe dein Namensschild da vor mir herumflupfeln, aber dich nicht mehr. Also okay. Das Auto nicht. Ja, ich sehe dich hinten auch nicht mehr. Hinter mir. Das hängt mit Server-Synchronität zusammen. Und habe mal ein New Yorker Taxi angeschoben, mich komplett einbaut. Also jetzt brauche ich fix gleich Reparatur. Oh cool, ist sogar dieser Flugzeugträger, mit dem du besuchen kannst. Okay. Bin gerade vorbeigefahren. Ich brauche mal eine Reparatur da, weil du siehst an meinem Lebensbalken, glaube ich. Ja, du hast die Hälfte. Ah, ich repariere mich wieder von allein. Repariert sich wieder, weil ich habe wieder drei Viertel und bin gleich wieder voll. Ich weiß nicht, ob das nur der Beta ist oder. Ich glaube, man muss nur wieder so einen Satelliten freischalten, weil sonst sehen wir in New York nichts. Ne? Na, haben wir so ein grünes Ding irgendwo? Nein, mir wäre da nicht aufgefallen. Wobei das ja. Bin ich bei der Freiheitsstatue, fahre ich gerade vorbei, also die ist einmal da. Ah, ich sehe schon, du bist da einen Kilometer vor mir. Freistaate gibt's, da ist auch gleich ein. Ich hau mich dann mal in den Car-Dealer rein, weil ich wissen will, was es in New York für Autos gibt. Okay, ich komme. Check. Auf jeden Fall macht's Laune. Es kommt erst im November raus, es ist ja noch viel Zeit. Ist richtig, ja. Da fließt noch viel Wasser die Donau runter, ja. Mhm. Ah, da gibt's einmal einen. Ich hab glaube ich. Oh, okay. Einen Ford Focus RS 2010er Baujahr. So, jetzt bin ich auch bei dem Car-Dealer. Ein Ford SVT Raptor, mit dem du im Tutorial fährst. Ein Dodge Charger SRT gibt's. Ein Skyline. Skyline. Ein Camaro 1969. Cool. Hm. Welcher Preisklasse bewegen wir uns da? 280.000 kostet der 1969er Dodge Charger. Okay. 270.000, 100.000. Ja, also nichts, was wir uns leisten. Der Ford Focus RS hätte 22 gekostet.
Ist aber kein Fresh, muss man dazu sagen. Aber der Dodge Charger, ich glaube der RT Hemi, ich glaube das ist das nicht der von Vin Diesel, das Wagel. Der ja, ja, ist die, teuer. Wenn ich wieder heißt, aber schaut innen verdammt cool aus. Weil man kann auch das Stühle aufmachen. Weiter geht's. Noch immer auf der Suche nach dem Antennenteil da. Vielleicht ein paar. Ah, jetzt fängt es an zu piepsen. Ja. Bei dir auch? Ja. Okay. Aber du piepst bei mir. Nein, komme ich da jetzt nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt da über... Boah, das Auto ist sogar richtig dreckig, wenn es Offroad fährst. Siehst du bei mir den Dreck am Auto? Ja, 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 voll, ist bei mir auch. Ist doch aus wie hinschießen. Danke. Aber der Dreck geht natürlich weg. Da vorne ist das Sendeturm rechts. Ja, voll. Ist das der? Ja, aber der ist unter uns. Ja, aber wir haben ja trotzdem übers Wasser fahren müssen, ne? Ja, vor allem jetzt wird's grün, jetzt wird's rot. Müssen wir da wirklich genau dran stehen, so wie die Strip-Dancerin auf der Bolschstange, oder wie? Wie kommen wir denn da wieder runter, also die Autobahnabfahrt nachgeschaut? Ja. Aber da kommen wir schon wieder auf die andere Seite, das wollen wir nicht. Okay. Wir müssen den Freeway unter uns nehmen. Was ist mit der Abfahrt da? Ja, nehmen wir die einfach. Ja, voll, jetzt, glaube ich. Boah. Für die eine ist es eine Auffahrt, für die andere die breiteste Abfahrt, die es gibt. Schön, dass du die Autos zu mir abdrängst, auf meine Seite. Aber ich fürchte. Ich glaube, ich muss einen Waypoint setzen. Da kann man da nicht runter. Na, da unten ist eine Straße, also kann man auf jeden Fall. Aber warte mal, ich glaube, da links geht eine Brücke übers Wasser, da geht dann nur die Highways rüber. Ich schau gerade. Wo war denn das jetzt? Da wurscht, ich setz mal. Jetzt mal Waypoint daher. Bei mir ist schon sehr grün, was haben wir denn machen müssen, dass man das hat? Ich weiß nicht, da war eigentlich. Ah, da links ist er, okay. Aber wie komme ich da runter? Ich glaube, da kann man gar nicht unten fahren. Oh ja, oh ja, definitiv, da unten ist eine Straße. Wir müssen ja da hinkommen irgendwo. Ah, jetzt habe ich einen Waypoint bekommen. Aber er schickt mich da weiter weg. Er schickt mich darüber. Es ist nicht diese Antenne. Ich habe auf jeden Fall mal eine Abfahrt gefunden. Ah ja, wirklich? Okay. Wie hast du das gemacht? Zauber. Hast du einen Waypoint? Nicht, weil ich ihn eingestellt habe, wieder. Oh ja, oh ja, oh ja, wart. Der Waypoint verwirrt mich mehr als wie vorher, wart. Mal da unten. Ich schau mal, so wie es der Waypoint mir sagt von dir. Aber es ist alles befahrbar. Was ich cool finde, ist, dass na Tag-Nacht-Wechsel ist, trotz wir da herumcruisen. Ah, ich hab's gefunden. Aber der Waypoint schickt mich. Nein, nein, der Waypoint ist nur, dass du drunter kommst. Wenn du unten bist, verfolgt wieder das Radar. Auf jeden Fall war das mal eine schwere Geburt.
Also er hat mal runter, mich auch runtergelotst. Okay. Auf jeden Fall ist das klassisches Ubisoft-Map freischalten aller Far Cry und Assassin's Creed. Ah, jetzt hat er das aufdeckt und jetzt sieht man da auch ein bisschen mehr auf der Map. Das war's auf jeden Fall soweit von der zweiten Folge von The Crew The Beta. Vorhin schon auf die dritte. Da geht's nämlich von New York nach Miami. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und sitzt am Beifahrersitz. Tom und ich sagen ciao. Tschüss.